Hey, hallo Jungs, hier ist der Mark von Herzog 68 mal wieder auf Deutsch. Ich weiß, ich mache wenig im Moment, aber mir fehlt wirklich grausam die Zeit. Das ist hier für mich eine Riesenverbesserung vom Armer Fire Team. Gefällt dir oder nicht? Mir gefällt es nicht ganz. Mit der Knarren weg, das sieht schon mal besser aus. Vier Plätze ist komisch, aber man gewöhnt sich dran, ist auch mal was anderes, okay. Das ewige Camouflage ist mir auch ein bisschen langweilig, ich hätte lieber was sportlicher gehabt. Aber es muss für jeden was da sein. Also, und wie immer, wie gesagt, man gewöhnt sich dran. Am Fireteam stören mir ein paar Sachen. Das Auto ist schwer. Damit hat natürlich die Federung zu arbeiten und da bist du fast wie bei den großen 1:5er Losi DBXL oder so. Das heißt, du hast einen kurzen Federweg, ein schweres Auto. Das heißt, harte Dämpfung, damit das Ding nicht immer runterklatscht. Klatscht relativ trotzdem schnell runter. Das Auto ist zu schwer für sein Eigengebau. Die Kugelköpfe knallen noch schneller raus als beim Kraton EXB. Es sind keine EXB-Diffs drin. Auch und wir wissen ja, dass die Original-Armadiffs sich relativ schnell abnützen. Es gibt nur RTR mit Elektro drin, das das Gewicht nicht managen kann. Natürlich fährt es schnell, aber nicht lang. Wenn du cool fährst, ist alles okay. Aber ich bin kein cooler Fahrer. Mit dem Gewicht ist also 7 bis 8 S klar besser und weniger KV. Der Rest von der Struktur ist gut. Das ist klar, da hat Arma nichts mehr zu beweisen. Die Dinger sind okay, Dämpfer sind okay. Wie gesagt, die Kugelköpfe muss noch was gemacht werden. Und die Lager fliegen ja auch sehr schnell raus, weil er eben zu schwer für seine eigene Struktur ist. Ich mag den Hobart Hyper MT2, mag aber die K.O. darauf nicht. Die Räder sind nämlich zu groß, zu weit von der Karo, die Karo ist zu mickrig in der Mitte. Ich mag den riesigen Federweg. Der Antrieb hält was aus, ist klar. Die riesigen Diffs in den Differential-Untersetzungsgetrieb, Center-Diff. Ein paar haben da Problem mit Center-Diff-Durchmauern. Deswegen gibt es jetzt Aluminium-Upgrade für den Center-Diff. Hatte ich persönlich nur einmal, aber ich habe es provoziert. Wir haben 200 Meter mit Vollrohr Wheelie gefahren. Mit den vorne Reifen, die einfach aufgingen und aufgingen und aufgingen und hin und zurück, und da schmorte das Centerdiff. Ein paar haben die Ritzel in den Diffs geschlissen, deswegen gibt es ja auch jetzt optional Stahlteile dazu. Das Ganze kommt serienmäßig auf den MTX. Wir haben noch ein anderes Problem: Motor und Center, also Hauptzahnrad, sind nicht zusammen verbunden mit der Montage. Du hast Motor separat vom Antrieb. Das hat Problem bei HPI, bei Traxxas und bei Obau auch. Der Chassis flext, bewegt sich, Verzahnung bewegt sich mehr oder weniger. Mehr kannst du durchrattern, weniger geht satt. Es geht manchmal bis zur Motorzerstörung. Also Ritzel und Antriebsrad und wie gesagt, manchmal biegt es ein Rotor. Das passiert auch beim Arma, wenn Zeugs reinfliegt. Dort im Antrieb, weil es zu eng ist zwischen Regler und das ganze Zeugs dort. Mir fehlt bei vielen Auto eine komplette Abdeckung des Antriebs. Team Esso macht es jetzt auf dem MT8. Traxxas hat es natürlich schon lange begriffen, obwohl es auf dem Sledge nicht mehr drauf ist. Ist auch doof. Also Motor, der sich bewegt plus offenes Getriebe geht schlecht. Wir wissen es. DBX07 mag ich den Käfig mehr oder weniger, sieht cool aus auch, hab's gern. Aluminiumqualität, Katastrophe. Für den Preis okay, für den Original 550 Euro Preis RTR geliefert mit Mehrwertsteuer okay. Aber für den Absima oder noch schlimmer der Amnevi Preis. Spinnst du da mal? Die Plastik sind schwach. Dämpferweg ist mickrig, die Dämpferkolben sind weich, also wir haben es gezeigt, das Auto hat mehrere Macken. Für den Sonntagsfahrer, für den Fahrer, der nur ins Auto rumfahren will, ist es okay, wie gesagt, für 550. Für 750 hast du den Fireteam.
Da hast du doch zwei Riesenunterschied an Qualität und da gibt es für mich nichts zu grübeln. Nimmst den Fire Team. Kleine Rätsel rein, ERTR fahren für einen coolen Fahrer ist okay oder nur 4S, einfach eine große fette 4S, weil die wird natürlich heftig abgezapft. Der DB07 ist cool auch wegen im Batterieplatz. Übersetzung: Ich hatte einen Motor drin mit wenig KV, kleiner Ritzel, da was mit 8 ist, wunderschön zum Fahren. Einfach Chassis ist zu nah am Boden, Feder zu schnell durch. Ist okay, nur im Feld, so im offenen Feld, sonst im Offroad wird es happig. Der Kunststoff von den Querlenkern, das Ganze ist zu dünn, es bewegt sich in alle Richtungen, die Wellen sind zu lang, die schlägen die Nüssen rein, die zerquetschen die Diffs. Einer hat mir geschrieben, ein deutscher Abonnierter, ich bedanke mir nochmal bei ihm, habe es leider den Namen vergessen. Ja, wird zu langsam so viel, dass ich nicht mehr immer weiß, wer ist. Außer ein paar natürlich, die immer da sind. Und da haben wir gesagt, wie es scheint, wurde was an den Wellen gemacht. Er hat das Problem nicht, dass die Wellen hinten einschlagen. Was ich vergessen habe zu fragen an dich ist, ja, hast du das Auto aber mit den Originaleinstellungen gelassen? Das heißt, mit so hoch vom Boden ist das Maximum Federweg. Der kann viel mehr. Der Fire Team auch. Muss man ihm lassen. Der geht hoch, aber du kannst nicht vom vollen Federweg profitieren, wegen dem Wellenproblem. Der hat kein Problem mit Lager, die ausreißen, selbst mit dem großen Reifen. Hast einen toller Federweg, musst ihn nicht begrenzen. Und deswegen habe ich den MT2 genommen als Basis. Ach, der ist umgebaut. Ohne zu übertreiben, du kannst einen 82er Motor nehmen mit 1450 kV von Zen, einen 1600 kV 4068 von Leopard. Beim Leo kannst du die Original Befestigung vom Motor lassen, beim Zen-Motor musst du die 42er kaufen. Es gibt natürlich noch andere Motor, X-Team SSS. Wir haben ein paar probiert, waren aber nicht zufrieden damit. Deswegen rede ich vom Zen-Motor, das ist mein Liebling. Ist leicht und geht super gut mit 8S. Der 1600 ist ein Biest mit 6S, mit 8S. Geht auch super gut. Und hier haben wir mal den Surpass 45 mal 85 probiert. 1100 kV. Maßgebend ist Übersetzung. Das Ding kommt mit einem großen Hauptzahnrad. Und wenn du wenig KV einbaust, hast du das Problem, dass das Ding mega langsam wird. Also haben wir vom MT Sport Plus ohne Slipper, also das Getriebe ohne die Rutschkupplung, das Hauptzahnrad genommen, das Verstärkte, haben es hier eingebaut. Frontdiff 300.000 CST plus, aber das Original Fett heißt, das ist ungefähr wie 100er. Wir lassen es mal so. Zentadiff habe ich 2 Millionen reingefühlt, aber mit dem Original Fett noch auch hin, also es ist auch viel weicher. Das ist ungefähr 1 Million wert, vielleicht, oder 500 sogar nur. Heck haben wir mal Stock gelassen. So waren alle drei Diffs. Wir haben es mal probiert so zu fahren, obwohl das Gewicht ganz vorn war. Ich habe ja eine FG Marder Karo drauf gehabt am RC68 Treffen in Val d'Argent. Hallo an euch Jungs, die dabei waren von Deutschland. Wir hatten Jungs von Hamburg, von Mannheim, von Bad Krozingen oder Bellingen und die Schweizer waren auch dabei. Onkel Reto, natürlich Onkel Sergio. Ein Junge aus Basel, vielen Grüße an dich. Ich habe dir vergessen, meine Handynummer zu geben, weil ich ja regelmäßig auf Basel bin. Könnten wir uns eventuell mal dort irgendwo treffen und zu fahren gehen? Wäre doch was Gutes, also finde ich, wenn du möchtest. Wir sind ein Angebot. 0119, ruf mich an und knall mich ab. War die Nachtwerbung. Was war das? Dreisat, glaube ich, oder Einsat. Sat 1, ja. Auf jeden Fall habe ich die DBX07 Räder genommen, für auch die Marder-Version zu machen, weil sie leicht sind. Ich mag, wie sie reagieren im Offroad. Der Schaumstoff ist gut. Die Balloon ein bisschen, aber nicht zu so viel. Und ich habe es auch nicht übertrieben. Wir sind hier 8S, aber das Ding fährt vielleicht 75, 80 höchstens. Ich will nicht mehr. Vorteil von dem Setup jetzt, ich kann, der MT2 kann Monster Truck Reifen mitnehmen.
was der Armer nicht kann. Das wird ihm zu viel für das Antrieb und gerade mit der Überritzung, da geht alles schief. Der kann das. Also kann ich da montieren, was ich will. Ich kann Straßenreifen montieren, ich kann die Supersonic von Jetco montieren. Ich auf der Straße bin, die SRC Offroad Crusher, die Onroad Crusher sind ein bisschen kleiner, verliere ich natürlich Top Speed, aber sieht dann so mehr wie ein Quad aus. Ich kann die Trencher montieren dort, die sind da auch viel bequemer zum Fahren, natürlich qualitativ viel besser die Proline Trencher als das, aber ich finde, dass er so mal cool aussieht. Ich habe mal die Federn gelassen, wie sie sind. Ich habe die blauen drauf und drei Kolbenlöcher. Das Ding ist sehr satt auf der Dämpfung. Ich finde es zu satt, aber ich fahre ihn mal so, um zu sehen, was passiert, weil er ja 7,6 Kilo schwer ist jetzt mit den Batterien drin. Gen Spashing 5060C sind da drin, ein VXL8 Regler. Und viel mal im Wald landet man ja in der Kurve mal so ab und da muss die Dämpfung ein bisschen härter sein, damit er nicht runterplatscht. Aber ich habe es wirklich lieber, wenn die Räder rumspazieren, wie ein Traxxas Summit oder E-Revo. Ist einfach toll. Challenge war hier also, den Käfig zu montieren. Voll komplett original. Siehst du, wie die Dämpfung ein bisschen reagiert? Ein bisschen zu viel. Mal sehen. Mit den Befestigungspunkten. Und es muss ja noch was aushalten. Du kannst ja nicht einfach nur draufklatschen und dann ist das Ding rum, am Rumschwabbeln. Das geht ja nicht. Das musste raus. Ja, ich habe es ein bisschen höher gestellt, siehst du, einfach mit Distanzstücken für die Marder Karo. Das musste raus. Regler musste runter. Und habe mal die Batterie, weil ich fahre von der Nase zu schwer mit den Batterie vorn. Musste immer relativ viel Gas geben, um sie wieder so abzufangen. Dann klatsche also relativ hart am Boden. Und der Käfig ist vorne ein bisschen schmäler. Ich wollte nicht unbedingt noch mehr drauf. Also habe ich mal die Batteriekasten in die Mitte gemacht. Der Regler ist auch ein bisschen zurück. Habe mal kurz auf der Straße gefahren. Auf der Straße ist er super. Ich habe mal die Stoßstange vorne weggelassen. Ich kann sie montieren. Hatte ich auch schon gemacht mit der Senripa Karo dort. Nur eine Platte hier montiert. Hier drauf geschraubt und die Stoßstange nach vorne, zwei Distanzstücken, um die Stoßstange davor zu klatschen. Aber ich fand, dass es nicht mega super toll gerade aussieht. Irgendwie ist das zu viel. Ich mag es, wenn es so aussieht. Ich habe Stütze hier drauf montiert, also zwei Schrauben mit Büchsen. Das heißt, das Teil stützt hier dran, kann nicht zurück. Wir haben den Stoßstangenhalter noch dazu. Plus, der Fireteam hat zwei Klammern von hinten, die auf die Shock Tower gehen. Die ist jetzt vor der Shock Tower. Das heißt, das Ding kann gar nicht zurückgehen. Und die Shock Tower ist ja Kunststoff. Wenn es jetzt eine Alu wäre, wäre es vielleicht ein Risiko wegen. Und da soll es gehen. Wir haben trotzdem noch den Schaumstoff drin, damit es auch nicht auf die Stoßdämpfer aufschlägt. Und der Käfig liegt voll auf der Dämpferbrücke. Ich habe sie durchgebohrt, 6 mm, und ganz einfach ein Kunststoffteil durchgelassen, Splint unten, Splint oben. Mal sehen, was da passiert. In der Mitte liegt die Fahrteam-Karo normalerweise auf dem Center-Diff auf, wie der Bügel original gemacht ist. Wenn ich jetzt hier auf dem Monster-Truck montiere, habe ich das Problem, dass das Teil, wo ist meine Taschenlampe, auf dem Motor liegt. Und das will ich natürlich nicht. Also habe ich das Ding umgekehrt da drin und es liegt jetzt genau auf dem Getriebe. Du siehst es vielleicht nicht, es ist genau hier. Hab so einen fetten Schaumstoff drauf zwischen dem Bügel und dem oberen Getriebeteil. Soll ja auch nicht so heftig runterklatschen da. Und hinten war das größte Challenge. Weil ich aber ein Mensch voller Idee bin, ging das Ganze nur ein paar Minuten. Ich habe eine Stunde lang am Auto geschraubt. Es ging eine Stunde, weil ich Frontlift rausgemacht habe, Öl eingefüllt, Getriebe raus, Öl eingefüllt, Batteriekasten zurückgemacht. Die Front war ja relativ easy. Und am Heck
habe ich eine Platte gemacht, nur so schnell, mit der Trennscheibe, ein Stück Stahl genommen, eine Tranche rausgeschnitten, M4 gewindet, direkt im Chassis geschraubt, Regler ist direkt auf die Platte geschraubt, mit natürlich dem Schaumstoff dazu, damit alles schön flach ist. Hier haben wir ein noch mehr gemacht pro Seite und zwei unten pro Seite. Ich hätte natürlich hier auch können 2,2 bohren und M3 Gewind reinschrauben. Habe mich entschieden für 4 Nilstops. Geht auch. Ging schneller. Und da hinten habe ich ganz einfach eine Zusatzplatte gemacht, die es ermöglicht, die Stoßdämpfer rauszuschieben. Ändert nicht viel am Dämpferreaktion und erlaubte mich, die originalen Montageteile vom Fireteam einzubauen, einfach verkehrt. Eine Schraube von hinten durch, die originale Hobau-Platte dahinter, eine zweite Schraube rein, dass sich natürlich das nicht links-rechts bewegt. Das war's. Ist jetzt natürlich nur provisorisch, kriegt vielleicht zu viel Stress, kann vielleicht biegen, mal sehen. Ich lasse es dann schön sauber nachmachen von meinem, ich habe jemanden, der mich das macht, muss einfach immer senden. RC Usinage, also Usinage 34. Natürlich für euch Deutsche nicht so praktisch. Ja dort, ihr könnt ja mit DHL rüber senden, international. Und er kann es mit Mondialloy zurücksenden, also nicht allzu teuer, also sollte nicht teurer sein, ein bisschen vielleicht über die Grenze. Bei ihm lasse ich dann das sauber machen, auch verstärken. Ich sage ihm, er soll mir zwei Büchsen machen für hier vorne rein, den Shock Tower. Wir machen dann ein Sandwich-Teil. Und also wir laufen es dreifach, damit da alles hält. Ich hätte zwei machen können, um das gerade doppelt durchzumachen auch, aber. Wir wollten ja nur mal kurz und schnell machen, damit alles funktioniert. Ich profitiere jetzt mal, stecke mal auch gerade aus. Ja, natürlich bin ich kurz gefahren. Also mir gefiel es wirklich jetzt auf der Straße. Mal sehen im Offroad. Ich habe einen Fehler gemacht am Schluss, weil mein vorderer Bodypost war länger. Damit konnte ich schön einführen und dann runtergehen, aber sah natürlich nachher komisch aus. Und habe ihn gekürzt. Und jetzt siehst du, habe ich dafür ein bisschen mehr zu kämpfen, damit es reingeht, aber sieht besser aus. Hinten, wie gesagt, liegt das kleine U-Profil in der Schiene, die ich zusätzlich rangeschraubt habe. Wir sind genau in der Distanz. Also für mich stimmt das mit den Rädern ein. Vom Dings her, vom Maß. Dabei hast du ja so ziemlich viel Aussparung natürlich mit der Karo. Kannst ein bisschen mehr vorne oder hinten montieren, wie du Lust hast. Aber vorne sind wir bündig auf der Stoßstange. Ist okay für mich. Die zwei Bügel hier habe ich abgeschnitten. Die kleinen zwei runder Teile. Wenn ich die Akkufächer nach vorne mache, kann ich auch hier abschneiden. Viel Stress macht er das auch wieder nicht. Das mehr. Aber wie gesagt, wir sehen mal, wie er sich verhält mit dem in der Luft. Für schöne lange Crosssprünge. Nicht natürlich nichts Wildes. Ich könnte jetzt noch natürlich auch zwei Verstrebungen pro Seite am Chassis schrauben. Y-förmig, die das hier unterstützen, damit ja noch weniger Stress haben bei Umkehren, aber wie gesagt, wir liegen Shock Tower vorne, hinten, Stoßstange vorne, Stoßstange hinten und Karo können auch zusammenkommen im schlimmsten Fall. Wir haben noch der Bügel, der habe ich einfach abgeschraubt und umgekehrt. Natürlich hält er nicht mehr so gut, weil er nicht genau hier reingeschraubt ist. Der liegt jetzt hier, aber wir müssen es mal probieren. Passt auf mit den Rädern auch, die haben einen tiefen Sechskant, das heißt, auf vielen Sechskant sind die Räder zu viel nach hinten und streifen dann der Radnabe.
Am besten ist die Armada Corrali, die neuen Radnamen zu nehmen, die tiefer sind. Und auch die Originale vom Dingsbums da. Ah, nee, die haben ja Distanz. Halt, stopp. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Guck mal rein. Auf jeden Fall, wenn ihr den DBX 07 möchtet oder die Pistenversion, die wie hieß die nicht GT 07 oder sowas. Jetzt kommt natürlich auch noch der Monster Dingsbums 07. Ich weiß genau, dass da ein paar YouTuber die Dings loben und euch verkaufen wollen, weil sie ja Geld daran verdienen. Ist okay für dich. Ich finde es okay. Also für die, jeder macht, was ihm gefällt. Ist klar. Was mir nicht gefällt, ist dann, dass die immer sagen, alles ist super, mega gut. Der MTX 07 hat eine bessere Chassisplatte, bessere Shocktower als der Original DBX 07 und das ist das Pisteauto, aber schwere große Reifen. Der Antrieb kriegt da Problem damit. Für die Sonntagsfahren, wie gesagt, das Auto sieht super aus. Das Auto sieht mega geil aus. Er ist schön. Du hast gerade Lust, ihn zu kaufen, nur weil er schön ist. Ist so. Würde auch super dazu passen. MX 07, Fireteam, Infraction eben dran. Wieso Infraction? Wie soll nicht der Pistenauto von auch ZD Racing oder Amnevi, Abzima, die kosten ja auch 750, 800 Euro statt 500 und was. Übrigens auf AliExpress, Banggood ist jetzt das Auto RTR 480 Euro im Rabatt, im Fall, wenn du einer willst. Ich kann auch abraten, weil Karo ist schlecht. Von der Qualität. Reifen sind schlecht. Bei Arma auch. Sind die Karo schlecht. Sind die Reifen schlecht. Die Lager, die Aluminium von den Radnamen. Das ganze Zeug ist Cola-Dose-Büchsen. Also die Lager bewegen sich da drin. Das lummelt rum. Gerade wenn du jetzt 8S fährst und schnell fährst. Die Dämpfung ist buggy-like. Das Ding schwabbelt rum. Musst da alles umstellen. Das ist natürlich alles Modellbau. Kannst du machen. Aber für den Originalpreis 480, 500, ja. Für den Amnevi oder Absima-Preis kauft ihr eine Infraction. Weil Infraction kannst du fahren und fahren und fahren und fahren. Der andere ist relativ schnell ausgelummelt. Das verspreche ich dir. Ich habe den DBX 07 viermal gefahren und das Ding war schon ausgelummelt. Ich stell dir mal vor, jetzt die fetten Monster-Truck-Reifen drauf. Oh, oh. Das endet nicht gut. Ich kaufe nicht wegen dem. Aber der sieht wirklich super, mega cool aus. Vielleicht, wenn es die Karo separat gibt, kaufe ich die Karo. Machen wir sie nah als unzerstörbar. Und damit können wir eine schöne Karo auf den Monster MT Plus 2 montieren. Die dann auch im richtigen Maß ist. Das wäre doch schön. Sagt mir, was hältet ihr davon? Stoßstange vorne montieren, ja oder nein? Wie gesagt, geht relativ easy. Eine kleine Platte machen hier, Viereck mit vier Löcher, zwei Distanzbüchsen und Stoßstange vorne dran. Wir werden sehen, was es gibt beim Fahren. Das Auto ist jetzt schwerer, fast ein Kilo schwerer als mit der anderen Karo. Also die Diff-Setups sind anders gemacht. Mir gefällt der so. Ich finde das super cool. Die Originalreifen, wie gesagt, sind das ganz mega schwarz, plus zu schwer, ist ein bisschen zu viel. So ist, irgendwie sieht es leichter aus. Ich muss dann einfach unbedingt eine transparente Karo kaufen, original, und sie umlackieren orange-blau. Damit es wie ein Crossfahrzeug aussieht. Ja, das wäre doch was. Jungs! Bis bald, macht's gut. Ich probiere noch ein paar Sachen auf Deutsch nachzuholen, aber ich kann es nicht versprechen. Ja, ich habe wieder ein Extrem 1 zu 7er gekauft. Hab da eine kleine Idee mit spezieller Karo. Motorisierung machen wir wie beim Arma BMW 330 Diesel. Weil das gefiel mir. 8S, 80-90, aber Laufleistung und null Hitze. Einfach zum Plausch so. Ich mag 1 zu 7er. Macht's gut, Jungs.